Hallo zusammen, willkommen zurück. Wir sind wieder hier auf der Saxonia unterwegs und ja, wir müssen kurz mal den Drescher hier abtanken, weil der Kollege fertig ist. Und dann können wir den Mais drüben auf der Elf angehen. Da müssen wir aber erstmal das Maisgebiss holen. Und ja, dann gucken wir mal weiter, was sonst noch anliegt. Ich weiß, wir wollten die 2 ansehen. Da war irgendwas. Und ja, gucken wir einfach mal, was so passiert. Ich würde mal sagen, wir steigen schon mal hier ein. Wir können das hier mal wegmachen. Wir gucken gleich, dass wir den einmal zusammenpacken und dann, ich glaube, das Maisgebiss liegt noch beim Shop drüben, wenn mich nicht alles täuscht. Tja, erstmal ist der hier leer, dann machen wir den mal zusammen. Hier kommt das Radzeug raus. Ja, da fahren wir auch direkt zum Shop rüber, würde ich sagen, ohne da jetzt groß mit dem anderen Schneidwerk zu gucken. Ja, wackel doch hier rum. Fahrzeugshop, Gas geben. Und, aber der hier wird ja dann quasi Feld 11 zum Hofsilo. Gut, dann machen wir erstmal abladen am Hofsilo. Das war da unten, glaube ich. Silo entladen. Gut, du machst mal los. Das ist der hier. Genau, wir wollten die umtauschen, weil ich mit dem kleinen. Klein wollte ich irgendwie düngen, glaube ich. Irgendwie so was war da. Aber das Ballensammeln machen wir gleich weiter. Wir müssen uns erstmal kurz durch die ganzen anderen Fahrzeuge durchtappen, um zu gucken, was denn noch anliegt im Moment. Der, ja genau, hier wollten wir Mais ansehen. Und wir mussten ja zuletzt noch hier das bisschen ausbügeln, was der Helfer da nicht so richtig gemacht hatte. So, so weiter rüber. Ja, Mais ist eingestellt. Dann machen wir nämlich hier auch wieder erstmal so eine Art Vorgewende, Querbahn im Grunde. So, wir müssen mal ein bisschen weiter raus zoomen. So, runter an damit. Ich glaube, diese eine Bahn sollte schon reichen, weil dann können wir den Helfer ansetzen, dass der schön die Längsbahnen zieht. Ja. So sieht's aus. Dann haben wir hier nämlich schon mal den Mais in dem Boden drin wieder. Ja, auf der 1 müssen wir gleich noch die Strohballen einsammeln. Die 2, nee, 2, auf der sind wir ja. Die 13 wäre dann noch so ein Punkt, wo wir uns mit beschäftigen könnten. Aber wichtig ist halt jetzt auch mal, dass wir den Drescher mit dem Maisgebiss ausstatten. Und rüber auf die Elf fahren. So, hier machen wir wie gesagt ein H für Helfer. Ja, um dich kümmern wir uns später. Du auch. Der bringt Hafer, glaube ich, zur Lebensmittelding. Ah, und hier kommt der Drescher angerollt.
Das heißt, wo ist denn der Abfahrer? Der fährt auch hier erst runter. Gut, das dauert also noch ein bisschen. Dann machen wir mal, zack, hier den Autodriver kurz mal raus. Hier kurz auf den Reparaturpunkt, dann machen wir das Ding einmal kurz fresh. Da ist er. Reparieren. Ja, der hat ganz schön gelitten. So, das können wir auch einfach kurz hier stehen lassen, das Schneidwerk, weil wie gesagt, wir brauchen das hier. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir gleich mal ein bisschen AdBlue mit. Ja, voll sind wir. Und auf geht's Richtung Nummer 11. Da war ein Schild. Mal gucken, wir fahren jetzt mal hier den Weg. Der geht zwar eigentlich ja nur hier auf das Feld. Schießt mich tot, aber wir können hier auf dem Grasstreifen längs fahren. Mal gucken, ob wir da irgendwie auch rumkommen. Ach, da hinten fährt der Abfahrer gerade. Ja. Gut, müssen wir jetzt hier ein bisschen übers Feld fahren, ist aber, naja, geht nicht anders, gehört uns ja nicht, also, pff, so what. Und hier haben wir ja wieder schönen Feldweg. Darüber und dann sind wir ja auch schon so gut wie da. Klappen wir die Maschine schon mal auf. Der Arion ist angekommen beim Hofsilo abladen. Gut so. Du machst jetzt hier los. Fahren wir den ersten Meter, dann machen wir hier den Helfer rein. Ja. Entschuldigung. Hui, Entschuldigung, ich musste mich mal ganz kurz muten. Irgendwie kratzte da was im Halse. So, Drescher abtanken. Von Feld 11. Feld 11. Zum Hofsilo. Der macht los. Gut, dann können wir ja hier mal die Ballen weiter einsammeln. Damit wir das Feld auch einfach leer bekommen und wir hier auch mit der Bodenbearbeitung weitermachen können. So, der Arion ist blockiert, der mit dem Hafer. Was ist da los? Da muss ich gucken. Ähm.
Wieso bist du wieder hierher gefahren? Das solltest du gar nicht. Du sollst doch zur Lebensmittelfabrik abladen. Ach ja, die Kollegen. Ah, da war ich einer zu weit. Hier müssen wir ran. So, dann sammeln wir mal weiter. Das Gute ist, wenn wir jetzt eben Mais dreschen, dann haben wir was für unsere Schweinchen zum Fressen wieder. Da liegt noch eine Menge. Da liegt noch wirklich eine Menge rum. So, irgendwie ist mir hier zwischendrin die Aufnahme gerade abgekackt. Ich hoffe, dass das jetzt problemlos weitergeht. Und ja, wir sammeln weiter Ballen ein. Mit schöner Glass Power hier. Helfer A hat einen fast vollen Korntank. Ich hoffe mal, dass der Abfahrer bald da drüben ist und dich dann auch leer macht. Weil wir haben einen dahin geschickt. Der sollte ja, irgendwann. Der sollte irgendwann da drüben ankommen. Wir haben kaum noch AdBlue in dem drin. Ja, da müssen wir drauf achten. Einen brauchen wir noch. Helfer A hat einen vollen Korntank. Ja, dann aber los. Strohlager. Der hier. So, das ist der letzte. Beziehungsweise für jetzt der letzte Ballen. Also einklappen. Einklappen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier einen Kurs haben. Wir starten den Autodrive erst, wenn wir im Hof sind. Das macht, glaube ich, Sinn. Ja, und wir müssen auf jeden Fall gucken, wo der Abfahrer vom Drescher ist. Das geht ja nicht, dass der Drescher da jetzt voll da rumsteht. Wo bist du denn? Auf dem Weg zu Feld 11. Ach, da oben. Gut, ja. Du wirst es schon schaffen. Das Strohballen hier wird gearbeitet, nehme ich mal von aus. Schon wieder Hackschnitzel. Und wir gleich mal kurz überladen. Zack, dass man mehr machen hier. So. Du wartest immer noch. Ja, du bist jetzt schon oben am Feld 11. Gut, du bist also definitiv auf dem Weg. So, hier haben wir Stroh. Ja, Motor starten. Leer weg. Dann machst du einmal ganz kurz zum Händler rüber. Weil AdBlue wichtig. So, ja. Der Mais verschwindet so langsam im Boden.
Genau, mit hier wollten wir düngen, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir brauchen die Spritze dazu und wir könnten ja dann schon mal Feld 13 düngen, sofern das gepflügt werden muss. Also wir gucken dann gleich mal, was wir mit Feld 13 anstellen müssen. Und da vorne fährt der. Wie sieht es hier mit dem Mist aus? Ja, ist auch schon wieder ein bisschen was. Erstmal die Spritze. Steht die noch da? Ja. So, jetzt gucken wir mal, was mit den Feldern los ist. Wenn wir die 13 müssen wir nicht pflügen. Nee, dann nicht. Dann hätten wir die pflügen müssen, hätte ich vorher gedüngt, dann hätten wir mit dem Sehen gleich die zweite Düngestufe drauf gehauen. Aber das ist nicht der Fall. Haben wir irgendwo eine 34 haben wir noch hier nicht. Haben wir irgendwo eine Düngemission vielleicht? Ist nur ernten und sehen. Ne, gut, dann, ja, dann bleibst du erstmal so stehen. So, ja. Du bist der mit dem Hafer, gut, du fährst den weg. Ah, hier hat es auch endlich geklappt. Ja, können wir doch hier weitermachen. Also wir machen den kurz aus. Fahren hier an die Blutankstelle ran. Und dann geht's weiter mit Ballen sammeln. Die nächsten 14 Stück. Die holen wir uns jetzt. Abflug mit Vollstoff. Tja, der macht da gut mit der Aussaat. Sieht eigentlich alles ganz manierlich aus, was der da vollführt. Müssen wir mal gucken, ob das Saatgut noch reicht, was er drin hat. Vermutlich nicht. Ja, dann müssen wir halt einmal nachholen noch. Ist dann halt so. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die ganzen Ballen hier auch finden, die hier noch auf dem Feld rumliegen. Hier. Na komm. Ja. Unbedingt dann mal gucken, dass wir Stroh verkaufen können. Ich glaube, wir haben so viel Stroh inzwischen im Lager, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Und so viel brauchen wir gar nicht fürs Mischfutter.
dass wir da, wenn, na, wir hätten ja rein theoretisch gleich den einen, der den Hafer jetzt weggebracht hat, den hätten wir ja zur freien Verfügung, der könnte zum Beispiel Stroh verkaufen. Ich weiß, da werden wir nicht viel für bekommen, aber bevor es im Lager liegt und verschimmelt, ja, oder halt da rumliegt wie Blei, ist es doch besser, wenn wir einfach ein paar Tausender draus machen. Ja, Helfer A hat einen fast vollen Korntank. Nummer 13 und ja, Nummer 14. Kommt jetzt. So, dann machen wir den wieder als Automatisierung. Hier. Los geht's. Und dann gucken wir doch einfach mal, wie das denn mit dem Stroh so aussieht. 2,7 Millionen. Da kann man doch durchaus sagen, dass wir da was weghauen. Und 115 Euro ist auch nicht zu wenig, würde ich sagen. Ach, du bist gleich leer, was das Saatgut angeht. Dann machen wir mal ganz kurz Helfer aus. Wenn wir schon hier gerade bei der Einfahrt sind, dann ist es doch einfacher, jetzt da schnell den Abstecher zu machen. Aber ich glaube, wir müssten, beziehungsweise wir sind glaube ich schon weit wieder über der Zeit. Ja, wir machen hier erstmal Feierabend für heute. Morgen geht es dann weiter. Ich hoffe, dass es dann keinen Abbruch zwischen den Aufnahmen gibt. Also wenn ihr möchtet, gerne wieder reinschalten, reinschauen, gucken und ja, Däumchen da lassen, kommentieren, abonnieren.